Sehr gut, dann machen wir da mal klein. Also als erstes atmet ihr wieder ein paar Mal ganz tief ein und aus. Lasst alle Sorgen vom Alltag wirklich los. Über die Füße abfließen. Und stellt euch eine Schutzkugel oder einen Schutzkreis um euch herum vor. Und dann, wenn ihr euer inneres Auge aufmacht, dann seid ihr an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt und geht von dort aus wieder diesen kleinen Trampelpfad bis zur Lichtung, wo euer innerer Garten steht. Und ihr hört das Laub rascheln unter eure Füße und den Wind in eurem Gesicht, den spürt ihr auch. Und dann geht ihr auf die Lichtung und geht durch das Gartentürchen in euren inneren Garten. Und wenn ihr in eurem inneren Garten angekommen seid, dann legt ihr euch einfach auf den Boden, auf die Wiese. Und ihr könnt auch die Augen kurz zumachen, ihr könnt euch wirklich so ausstrecken im Gras. Und heute ruft ihr auf jeden Fall euer Krafttier, das wie eine Katze ist, also euren Löwen, Panda, Tiger, weil wir heute uns in diese Raubkatze verwandeln wollen. Und ihr spürt schon, wie sie sich anschleicht und euch vielleicht an der Backe leckt oder euch mit der Tatze berührt oder euch anstupst mit der Schnauze. Und wenn ihr eure Augen aufmacht, dann seht ihr vor euch den Leoparden und schaut ihm ins Gesicht oder der Katze oder dem Tiger oder dem Löwen. Und dann stellt ihr euch vor, wie euer Körper wirklich mit dem Körper von der Katze verschmilzt. Ihr könnt euch bewusst in die Katze reinlaufen und spürt wirklich, wie euer Körper wirklich da diesen Vierfüßlerstand annimmt, wie ihr plötzlich Tatzen habt, Krallen habt, wie euer Gesicht länger wird zur Schnauze, wie ihr plötzlich Schnurrhaare habt und viel schärfere Zähne. Und es wird jetzt auch langsam dunkel, so wie jetzt draußen. Und ihr lauft einfach mal los mit den Tatzen und könnt einfach nur beobachten, wie ihr eure Sinne plötzlich anders einsetzt, was ihr hört, viel feiner. Wie viel besser ihr riecht. Versucht mal so zu schnuppern, wie der Hund immer schnuppert. Und dann riecht ihr plötzlich viel mehr. Und ihr spürt auch die Vibration durch eure Tatzen. Von der Erde. Wie fühlt sich das an, plötzlich ein Fell zu haben? Wie fühlt sich das an, nicht mehr aufrecht zu gehen? Ihr könnt auch den Baum hochklettern, wenn da ein Baum in der Nähe ist. Und euch auf den Ast legen und die Umgebung einfach nur beobachten und hören.
und spürt, wie geschmeidig und kraftvoll ihr seid, wie viel Kraft und Gewalt ihr in den Tatzen habt. Und ihr spürt, wenn ihr eure Ohren dreht, wenn ihr irgendwo ein Geräusch hört, könnt ihr eure Ohren drehen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Und unter euch ist ein Wasserloch. Und ihr seht, dass da verschiedene Tiere trinken. Und jetzt kriegt ihr vielleicht auch Durst. Dann könnt ihr vom Baum runtergehen und zum Wasserloch gehen. Und wenn ihr dort ankommt, dann sind da vielleicht Tiere. Und dann könnt ihr die mit einem Knurren verscheuchen. Das ist so ein tiefer, kehliger Laut, der plötzlich aus eurer Kehle kommt. Seid ihr gar nicht gewohnt, so drohend zu knurren. Und ihr spürt auch, wie sich eure Ohren anlegen, flach auf dem Kopf, wie sich die Lefzen hochziehen. Und das, dann spürt ihr, dass eure Zähne praktisch vom Wind plötzlich berührt werden. Und dann verschwinden die Tiere, die am Wasserloch sind. Und ihr setzt euch einfach nur gemütlich ans Wasser und schlägt ein bisschen Wasser. Und auch wenn ihr trinkt, kriegt ihr alles um euch rum mit. Das Rascheln im Gebüsch, der Frosch. Ihr seid viel, viel wacher als sonst. Der Mond, der scheint auch ins Wasser. Jetzt könnt ihr euch die Wassertropfen mit der Zunge von den Schnurrhaaren wegschlecken. Und dann dreht ihr euch gemütlich um und lauft zurück zu eurem inneren Garten. Und geht wieder durch das Gartentürchen rein. Oder springt drüber, das könnt ihr auch. Und ihr spürt, wie euer Körper kraftvoll ist und sich so dehnt und streckt. Und ihr so agil und beweglich und gelenkig seid, wie ihr es noch nie wart. Und dann seid ihr wieder auf der Wiese in eurem Garten. Und ihr könnt euch ganz bewusst aus dem Körper von dieser Katze lösen und wieder raustreten, ganz bewusst. Und können die Katze noch ein wenig streicheln und mit ihr reden. Können dir danken für diese tolle Erfahrung. Sich so lebendig und kraftvoll zu fühlen. Und ihr könnt eure Katze auch fragen, ob sie irgendwas von euch braucht.
Ihr könnt sie auch fragen, wobei sie euch helfen kann im Alltag. Oder wie ihr sie am besten rufen könnt zu euch, wenn ihr sie braucht, um schnelle Entscheidungen zu treffen aus dem Nix. Oder wenn ihr einfach ihren Schutz braucht. Und dann bedankt ihr euch bei der Katze und verabschiedet euch und geht zurück durchs Gartentürchen, durch das kleine Wäldchen.